Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus Kolosser 3, von Vers 12 bis Vers 17. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere eure Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Was tut Paulus hier? Paulus gibt Handlungsanweisungen für die Lebensführung eines Christen. Ja, es gibt ja den Wandel und es gibt die Stellung. Der Wandel ist in Christus, die Stellung ist in Christus vor Gott, gerecht, heilig, perfekt, vollkommen, aus Gottes Gnade in Christus. Und der Wandel betrifft die Lebensführung, so wie man sich verhält in der Schule, im Beruf und im Alltag, in der Ehe, unter Freunden, unter Feinden. Das ist das, was die Lebensführung, was den Wandel betrifft. Und Paulus gibt hier im Kolosserbrief Anweisungen dafür, wie die Kolosser sich verhalten sollen, wie die leben sollen. Ja, und sagt, zieht nun an als die Auserwählten Gottes herzliches Erbarmen. Warum zitiert der Paulus hier nicht das Gesetz? Er war ja Pharisäer, ja? Er kam ja aus dem Judentum. Er hat zugenommen, mehr als viele unter seinesgleichen, ist im Gesetz untadelig gewesen. Warum schreibt er jetzt hier nicht vom Gesetz? Warum zählt er nicht die 10 Gebote auf? Ja? Wenigstens die. Was macht er hier? Und warum schreibt er so, wie er schreibt? Um das so ein bisschen zu ergründen und zu verstehen, muss man so ein bisschen den größeren Zusammenhang sehen, in den der Text hier eingebunden ist. Und wir machen so einen kleinen Ausflug durch die Bibel, wie so ein Hubschrauberflug. Und dann kommen wir dann und wann immer zu den Versen, immer wieder zu den Versen auch zurück. Und dann verstehen wir die ganz anders. Wir hören die ganz anders, weil wir dann verstehen, was der Paulus hier will, was er hier macht und wozu er die Kolosser führen will, wohin er sie locken will, wenn man so sagen will, nämlich in die Nachfolge Christi. Denn unsere Aufgabe als Christen ist es nicht mehr, das Gesetz zu tun, sondern Christus darzustellen. Das ist etwas anderes und das ist etwas viel Größeres und etwas viel Höheres und das ist im Unterschied zum Gesetz etwas Geistliches. Das Gesetz ist irdisch. Das Evangelium Jesu Christi, das ist himmlisch. Und wer das ergriffen hat, der liest die Bibel anders und dem wollen wir so ein bisschen hier nachspüren. Warum zitiert Paulus nicht das Gesetz? Hätte er ja tun können. Warum liest er ihnen nicht die 10 Gebote vor? Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen. Ja, das hätte er ja auch schreiben können, macht er aber nicht. Macht was ganz anderes. Er sagt, legt ab und zieht an. Das ist was ganz anderes. Ist das ein Zitat aus dem Gesetz vom Sinai? Nein. Was zitiert der Paulus denn hier und was schreibt er hier überhaupt? Warum zitiert er dieses Gesetz nicht? Weil das Gesetz für uns nicht mehr gilt. Das ist eine Aussage, die viele anfechten und der viele widersprechen. Heute viele gesetzliche Christen widersprechen, aber das ist neutestamentliches Faktum. Das ist neutestamentliche Lehre und dem wollen wir so ein bisschen nachspüren. Fragen wir erstmal, wo kam denn das Gesetz überhaupt her? Das Gesetz kam vom Sinai, ja, weiß jeder. Am Sinai wurde das Gesetz Gottes dem Mose gegeben und der hat es dem Volk weitergegeben. Für wen galt das Gesetz vom Sinai? Da sagen viele, das galt nur für die Juden. Vor allem die Pharisäer heute, die sagen das, die Rabbiner, ja, die sagen, das Gesetz vom Sinai gilt nur für die Juden. In der Bibel steht ja beim Alten Testament, das Gesetz galt für die Juden, für Israel und auch für den Fremdling. Das Gesetz gilt für alle. Für alle Welt. Das Gesetz gilt für Juden und für Nichtjuden. Das gilt für die ganze Weltbevölkerung.
Und die ganze Welt wird nach diesem Gesetz gerichtet werden, wenn in der zweiten Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich die ganze Welt aufersteht und alle vor Gottes Thron stehen, dann werden sie alle gerichtet werden nach dem, was sie getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Denn die müssen für sich selber einstehen. Für uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist Christus eingestanden. Aber die werden gerichtet nach dem, was sie getan haben. Nach dem Gesetz vom Sinai. Weil nämlich Paulus auch schreibt, dass das Gesetz aller Welt Mund verstopft, dass alle Welt Gott schuldig sei und dass sie umsonst gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was Paulus sagt. Aber wenn das Gesetz aller Welt Mund verstopft, dann muss das Gesetz auch für die ganze Welt gelten. Ob die Menschen glauben oder nicht, ob sie das Evangelium leugnen oder nicht, das wird kommen. Und dieses Gericht wird über die Welt kommen, und zwar nach diesem Gesetz vom Sinai. Das heißt, das Gesetz vom Sinai gilt für alle Menschen, sogar für die, die gläubig sind, sogar für die, die wiedergeboren sind, und zwar für deren alten Menschen. Denn der alte Mensch stirbt, ja, der wird wieder zur Erde werden. Warum? Weil er das Gesetz übertreten hat, wegen sonst nichts. Wir sterben nicht am Krebs, wir sterben an Gesetzesübertretung. Der neue Mensch aber in uns, der ist nach Christus geschaffen und der ist vollkommen und der ist in Christus und in Gott und deswegen hat das Gesetz da keinen Zugriff mehr und deswegen haben wir ewiges Leben, weil Gott in uns einen neuen Menschen gezeugt hat. Ja, das ist die Situation, die die Bibel beschreibt, das ist auch der Unterschied zwischen Gesetz und Wandel. Ja. Für welche Priesterordnung galt denn das Gesetz vom Sinai? Naja, für die aaronitisch-levitische Priesterordnung, für Aaron und für Levi. Jetzt aber die Frage, wer ist denn unser hoher Priester heute? Naja, Jesus Christus. Nach welcher Priesterordnung ist er denn Priester? Naja, nach der Ordnung Melchisedeks, nach einer ewigen Priesterordnung. Melech Zadok, ja, Melchisedek. Melech ist der Herrscher, der König, und Zadok ist der Priester, der Heilige. Das heißt also, Christus ist ein Königpriester. Wir sehen oft nur Christus in seiner Eigenschaft als Priester und das ist auch richtig so, weil seine Königsherrschaft kommt ja erst noch im tausendjährigen Reich. Aber die Priester, die Königspriesterschaft Jesu Christi hat auch eine politische Komponente und die wird kommen im tausendjährigen Reich, wenn er sein Reich weltweit aufrichtet. Ja? Ist politisch auch nicht ganz korrekt, aber steht so in der Bibel und da halten wir dann auch dran. Ja? Er ist Melchisedek, Melech Zadok, König und Priester. Ist diese Priesterschaft Jesu Christi ewig? Ja. Ist die Priesterschaft Levis und Aarons abgelöst worden? Ja. Kommt die Priesterschaft des aaronitisch-levitischen Priestertums noch einmal? Nein. Warum nicht? Weil die Priesterschaft Jesu Christi ewig ist. Also kommt die auch nicht mehr auf. Gilt dann das Gesetz noch für die, die innerhalb dieser Priesterschaft Jesu Christi sind? Nein, das gilt nicht mehr, das ist vorbei. Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 7, Vers 12, wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Das ist eine heftige Aussage. Wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Das war damals schon eine ketzerische Aussage. Und das ist es für heutige gesetzliche Kreise unter den Christen auch immer noch. Das Gesetz muss verändert werden, dass die Apostel und Propheten des neuen Bundes in der Urgemeinde von den Juden verfolgt wurden. Das ist überhaupt kein Wunder, weil die haben gesagt, die Beschneidung ist nicht mehr notwendig. Und eigentlich ist auch nicht mehr notwendig, den Sabbat zu halten. Und eigentlich ist es überhaupt nicht mehr notwendig, das Gesetz zu halten. Warum? Weil wir ein neues Gesetz haben. Das hat natürlich für heftige Auseinandersetzungen gesorgt. Und die Juden haben dem Paulus immer vorgeworfen, du redest wieder die Beschneidung und wieder diese Stätte, wieder den Tempel und wieder die Beschneidung. Das war der Vorwurf gegen den Paulus. Warum? Weil der Paulus gesagt hat, ihr, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, ihr seid ein Tempel Gottes. Ihr seid ein Tempel Gottes im Heiligen Geist und nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Das waren Sachen, die dermaßen dem Judentum damals entgegengestanden sind, dass die flüchten mussten, Hals über Kopf, das kann man verstehen. Aber diese Auseinandersetzung über das veränderte Gesetz, die gibt es heute auch noch. Also unter den gesetzlichen Christen ist das auch noch so. Und wenn man das Evangelium der Gnade oder das Evangelium, das Gesetz des Geistes predigt, dann sagen die, ja, ihr wollt wohl in allen Sünden leben. Ja, das ist aber gar nicht der Fall. Also schauen wir uns erstmal an,
Kommen wir gleich nochmal zu. Ja? Schauen wir uns erst nochmal an, was ist das denn für ein neues Gesetz und wie ist das Gesetz denn geändert worden, das aaronitisch-levitische Gesetz? Naja, das neutestamentliche Gesetz, das ist das Gesetz des Geistes. Das ist das Gesetz Christi. Das ist das Gesetz der Freiheit. Und diese Begriffe vom Gesetz Christi oder vom Gesetz der Gnade, könnte man auch sagen, vom Gesetz der Freiheit, das kennen die Christen heute nicht mehr. Es wird auch nicht mehr gepredigt. Also heute hört man eigentlich nur noch Predigten über Probleme, die man im Glaubensleben hat. Wie geht man mit verletzten Gefühlen um? Oder wie lebe ich ein gelingendes Glaubensleben? Ja, das ist so eine horizontale, seelische Verkündigung, ja, die den irdischen Menschen betrifft. Warum? Naja, sie sind von der Erde und sie reden von der Erde. Oder wie heißt es? Sie sind von der Welt und sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Das hat aber mit dem Geistlichen, mit dem Evangelium Jesu Christi nichts mehr zu tun. Und mit dem Gesetz des Geistes auch nichts mehr zu tun. Deswegen, das hört ihr kaum noch heute. Die Reformatoren, die haben davon gepredigt. Und die Apostel in der Urgemeinde auch. Und Paulus auch. Paulus hat sogar geschrieben davon. Ja, also ihr könnt das auch finden in Römer 8, Vers 2. Da steht vom Gesetz des Geistes. Da schreibt der Paulus, das Gesetz des Geistes. Da ist es, ja. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist heftig. Er sagt über das Gesetz vom Sinai, dass das das Gesetz der Sünde und des Todes ist. Warum? Naja, weil das Gesetz die Sünde zeigt. Und zwar vollkommen gnadenlos und schroff. Und die Sünde wirkt den Tod. Das ist das, was das Gesetz sagt. Und Paulus nennt deswegen das Gesetz der Sünde und des Todes. Und er ist davon freigemacht worden durch das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu. Es gilt also für ihn ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes. Ja? Und das Gesetz Christi findet man zum Beispiel in Galater 6, Vers 2. Da steht, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da ist es, ja, das Gesetz Christi. Das Gesetz Christi heißt, einer trage des anderen Last. Warum? Weil er unsere Last getragen hat. Und das ist das, was ich sage. Wir sollen nicht das Gesetz des Mose tun, sondern wir sollen Christus darstellen. Und das sagt doch dieser Vers hier in Galater 6, Vers 2. Er sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Er hat die Last für uns getragen. Wir sollen unsere Last gegenseitig tragen. Warum? Weil wir Christus darstellen sollen. Weil wir ein Leib mit ihm sind. Wir sind nicht mehr Aaron und Mose verpflichtet, sondern Christus. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz andere Heilshaushaltung. Und deswegen haben wir auch ein neues Testament im Unterschied zum Alten Testament. Einen neuen Bund in Christus im Unterschied zum Alten Bund. Das ist eine ganz andere Heilshaushaltung, die wir haben. Ja? Die Rabbiner sagen zum Beispiel nicht Neues Testament, neuer Bund, weil damit ja impliziert wird, dass der alte Bund alt ist und veraltet ist. Ja? Das sagen die. Sagen die christliche Bibel, damit meinen sie das Neue Testament. Die umschreiben das. Müsst ihr genau hinhören, wie die das formulieren. Das heißt, das, was wir hier lesen über das Gesetz des Geistes und über das Gesetz Christi, das ist etwas ganz, ganz Neues und etwas ganz anderes als das Priestertum Aarons und Levis. Denn in dem Priestertum Aarons und Levis war den Menschen gesagt, wer das Gesetz tut, der wird leben. Ja? Im Evangelium Christi heißt es, wenn du glaubst, wirst du leben und dann tust du auch. Ja? Aber das Leben wird dir geschenkt, weil du glaubst an das, was Gott getan hat. Das heißt, im Gesetz muss man etwas tun, um etwas zu werden, nämlich gerecht vor Gott. Im Evangelium werden wir ohne Verdienst gerecht aus Gott. Und bekommen das Leben in Christus geschenkt und sollen uns deswegen auch so verhalten, ja, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist alles, das ist etwas Neues. Das ist der Grund, warum der Paulus den Kolossern nicht die 10 Gebote vorliest, sondern warum er sagt, zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Warum denn? Weil Christus so ist, ja, weil Christus herzliches Erbarmen mit uns hat, weil er freundlich mit uns umgeht, obwohl wir so sind, wie wir sind.
weil er demütig war und immer noch ist und sanftmütig und Geduld hat mit uns. Deswegen sagt er, weil Jesus so ist, sollt auch ihr so sein und deswegen zieht das an. Ja, das soll euch zweite Natur werden. Ihr sollt das nicht nur mit den Händen tun, ihr sollt das überstreifen. Das soll euch als Kleid, als Bedeckung sein, als das, eure zweite Natur, die ihr habt in Christus. Deswegen schreibt er diese Verse an die Kolosser. Merkt ihr, das ist was ganz anderes, was Paulus hier tut. Als drittes haben wir noch in Jakobus 2, Vers 12 das Gesetz der Freiheit. Ja, wir hatten ja das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, jetzt haben wir das Gesetz der Freiheit. Das neue Gesetz, das Gesetz des neuen Bundes, ja, sagt Jakobus, also redet und tut also, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das Gesetz der Freiheit, das ist das Neue, was wir haben, was ihr kaum noch hört, heute in den Predigten. Gut, es gibt über prophetische Dinge, ist auch mein Thema, ja, rede ich gerne drüber, weil ich das hochspannend finde. Und ihr hört sicher auch über Lebensführen, über Wandel, über gelingendes Leben, über Umgang mit Verletzungen oder Umgang mit, wenn der Glaube eingeschlafen ist und alle möglichen Dinge, die den irdischen Menschen irgendwie auch betreffen. Aber ihr hört kaum etwas vom Gesetz des Geistes, vom Gesetz Christi und vom Gesetz der Freiheit im Unterschied zum Gesetz des Mose. Ihr hört davon, dass ihr den Sabbat halten sollt, dass ihr den Zehnten geben sollt, dass ihr Speisegebote beachten sollt. Das hört ihr in Predigten auch bei den Gesetzeslehrern, ja. Aber das Gesetz des Geistes habe ich noch nie was von gehört. Ja? Das ist selten wie Gold auf der Straße. So selten ist das geworden. Das ist schade. Ja? Das ist die Armut der Christenheit, die wir heute haben. Ja? Trotzdem sagt Paulus, wir sind dennoch nicht ohne Gesetz. Ja? Weil viele im Internet, jetzt in den Kommentaren, in den Videos, aber es ist schon immer so gewesen, in den letzten 2000 Jahren in der Christenheit, haben die Gesetzesleute den Gnadenleuten vorgeworfen, dass sie so leben wollen, wie sie möchten. Ja, dass sie in allen Sünden schwelgen wollen. Das ist schon sehr alt. Paulus beschreibt das auch im Römerbrief. Ja. Aber das ist der Vorwurf, der oft gemacht wird. Aber dem kann man eigentlich so ein bisschen entgegnen mit 1. Korinther 9, Vers 21. Da sagt Paulus, denen, die ohne Gesetz sind, also die Heidenvölker, zu denen er geschickt wurde, bin ich wie ohne Gesetz geworden. Überlegt euch das mal. Der war Pharisäer. Hat im Gesetz zugenommen, wie kaum einer neben ihm und vor ihm. Und er hat die Freiheit, als er Christus erkannt hat, hat er die Freiheit, mit den Heiden zu leben wie ohne Gesetz. Der hat auf der türkischen Hochebene mit denen Kartoffeln und Schweinefleisch gegessen. Mit den Heiden gegessen. Ja, steht ja auch in der Bibel. Diese Freiheit hat Paulus gehabt. Und zu der Freiheit sind wir berufen. Wir sind nicht wieder ins Gesetz gezwängt, ja, unter das Gesetz Aarons und Levis. Warum denn nicht? Weil wir einen anderen hohen Priester haben. Weil wir uns in einem anderen hohen Priestertum befinden. Und das wissen die Gesetzeslehrer nicht. Ja, da lesen die zwar von, aber wenn die das auslegen sollen, dann erklären sie es immer weg. Das ist ja das Problem. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi. Da haben wir es nochmal. Das ist das Gesetz Christi, auf das ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Das ist schon etwas Schönes, ja, dass wir in diesem neuen Gesetz sein sollen und dürfen. Was soll aber denn jetzt das Gesetz, was Gott auf dem Sinai gegeben hat? Wie gehen wir damit um? Das Gesetz muss ja trotzdem gepredigt werden, denn Paulus schreibt in Galater 3, 24, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Das Gesetz erzieht uns also zu Christus hin, dass wir durch den Glauben gerecht werden, nicht durchs Gesetz. Weil wir das Gesetz versuchen wollen zu tun mit seinen ganzen moralischen Vorschriften und daran ständig scheitern. Und dann irgendwann erkennen, wir werden allein durch Gnade gerecht, allein durch Glauben an Jesus Christus, ohne Zutun des Gesetzes, allein durch den Glauben, bekommen wir diese Gerechtigkeit geschenkt. Trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden. Warum denn? Damit die Menschen wissen, was Sünde ist. Damit sie wissen, was Gott gut heißt und was nicht. Deswegen muss das Gesetz gepredigt werden. Damit sie immer dann, wenn sie sündigen, daran erinnert werden, dass das, was sie jetzt eben gerade tun, Gott nicht gefällt. Und dass sie damit sündigen. Und damit wird ihr Gewissen belastet, bis sie unter dieser Last zerbrechen und dann Befreiung von dieser Last suchen. Bei Jesus Christus und durch den Glauben gerecht werden. Dazu ist das Gesetz da. Und deswegen muss das Gesetz auch im Gottesdienst gepredigt werden, damit die Leute wissen, was Sünde ist
was Gott von uns will und was Gott nicht von uns will, was ihm nicht gefällt. Deswegen schreibt Paulus, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus. Das Gesetz ist eigentlich der Umweg, ein Umweg, bis man über das Gesetz und über das Halten des Gesetzes hinfindet zu Jesus Christus. Das Gesetz muss gepredigt werden und es muss gepredigt werden in seiner Gnadenlosigkeit. Das Gesetz kennt keinen Kompromiss. Das Gesetz muss in seiner Gnadenlosigkeit gepredigt werden, damit die Gnade allein in Christus ist und der Mensch weiß, dass er allein durch Glauben und allein durch Gnade gerecht wird vor Gott. Also muss das Gesetz auch heute feste gepredigt werden. Und dennoch gilt für die Gemeinde Jesu und nur für die ein anderes Gesetz. Das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit. Warum? Weil wir durch Gottes Geist und Gnade wiedergeboren sind. Dann haben wir eine alte und eine neue Natur, einen auswendigen und einen inwendigen Menschen, einen fleischlichen und einen geistlichen, eine fleischliche und eine geistliche Natur, einen alten Adam und einen neuen Adam in Christus. Und diese beiden Naturen, die müssen fein voneinander unterschieden werden. Wer von den beiden soll denn jetzt das Gesetz halten? Der alte Mensch oder der neue Mensch? Der geistliche oder der fleischliche? Und sollen wir das Gesetz überhaupt noch halten? Das sind Fragen, die vielfach unbeantwortet bleiben und wo auch oft große Verwirrung drunter ist. Und die meisten treiben euch ins Gesetz und das Gesetz macht euch traurig. Und das Gesetz führt euch in die Verzweiflung. Und diese Gesetzeslehrer vermissen in ihrer Verkündigung, dass sie euch den Weg zu Christus zeigen. Die führen euch ins Sabbatgebot und in den Zehnten und in die Speisegebote und all diese Dinge statt zu Christus. Das ist ein Drama. Ja? Und dann vermischen sie beides miteinander. Ja, denn sie sagen, ja gut, wir sollen halt den Sabbat halten, die Speisegebote und den Zehnten und Kleiderordnung und so weiter. Aber wenn es um die Gnade geht, dann sagen sie, ja, in der Gnade ist ja Jesus für uns gestorben. Jesus ist ja der hohe Priester nach der Weisung Melchisedeks. Und für die Dinge, die wir im Gesetz nicht schaffen, dann nehmen wir dann die Gnade Jesu von. Und damit vermischen sie beides. Das darf man aber nicht. Man darf kein gemischtes Gewebe anziehen, ja, von gemischten Garnen. Das ist verboten. Das sagt die Bibel auch. Also wenn sie sich hier ein Kleid der Gerechtigkeit weben aus beiden Priestertümern, ja, aus dem Sabbatgebot und dem Gebot des Zehnten und der Speisegebote einerseits und aus der Gnade Jesu Christi, aus dem neuen Bund andererseits, dann weben sie sich damit ein Kleid der Gerechtigkeit aus gemischten Fasern, das ist verboten. Das heißt, die, die euch sagen, ihr sollt das Gesetz halten und für den Rest ist Christus gestorben, die sündigen gegen das Gesetz, das sie aber doch halten wollen und das sie euch auferlegen wollen. So absurd ist das. Und deswegen ist die Frage, entweder gilt das aaronitisch-levitische Gesetz, und dann ganz mit allen Geboten, ob 613 sind oder wie auch immer. Oder es gilt das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Entweder das eine oder das andere. Entweder das Priestertum Aarons und Levis oder das Priestertum Christi. Dazwischen müssen wir uns entscheiden. Und das ist die große Krux, die wir heute haben, dass da alles durcheinander geworfen wird. Ja? Gilt das Gesetz für den neuen Menschen? Nein. Warum nicht? Weil der neue Mensch nach Christi Bild geschaffen wurde. Der neue Mensch ist perfekt und damit tadellos, also ohne Tadel. Deshalb hat das Gesetz an ihm nichts auszusetzen, das Gesetz findet nichts an ihm. Zudem gilt das Gesetz vom Sinai nur auf der Erde und nicht im Himmel. Und weil der neue Mensch im Himmel ist, erreicht ihn das Gesetz nicht mehr. Und weil der neue Mensch in Christus ist, und Christus das Gesetz erfüllt hat, hat der neue Mensch in Christus auch das Gesetz erfüllt. Und deshalb predigt Paulus in Kolosser 3 nicht mehr das Gesetz. Denn unser Gesetz ist nicht mehr in Buchstaben geschrieben, unser Gesetz ist eine Person, Jesus Christus. Wir sollen also nicht etwas tun, sondern wir müssen etwas sein. Wir sollen nicht mehr das Gesetz vom Sinai tun, sondern wir müssen in Christus sein. Wir sollen wiedergeboren sein. Und wenn wir etwas sind, dann tun wir auch etwas. Ja? Die Gesetzeslehrer, die werfen mir auch immer vor, und das ist immer schon so gewesen, also auch durch die Jahrhunderte hindurch, in der Kirchengeschichte findet man das auch,
dass die Gesetzeslehrer den Gnadenleuten immer vorgeworfen haben, dass sie gesetzlos leben wollen, weil sie das nicht verstehen können. Die können das nicht ergreifen. Das ist ihnen eine Torheit und sie können es nicht verstehen, sagt Paulus. Warum? Weil ihnen der Geist Gottes fehlt. Die können lange predigen über das Gesetz, ja, aber die können nicht verstehen, dass wir letzten Endes aus Gnaden gerechtfertigt werden. Das können sie zitieren aus der Bibel, aber wenn sie es auslegen sollen, liegen sie immer komplett schief, immer komplett falsch. Und was machen sie dann? Dann predigen sie darüber, wie der Mensch sich verhalten soll. Wenn sie ein bisschen liberaler, ein bisschen moderner eingestellt sind, dann sprechen sie über modernes, siegreiches Glaubensleben oder ein erfülltes Glaubensleben oder ein gelingendes Leben. Ja? Wenn sie ein bisschen harzgnäubiger sind, wie man so schön sagt, dann reden sie über das Gesetz und wie man entbehrungsreich leben soll und wie man sich kasteien soll und wie man den Zehnten bezahlen soll und wie man verschiedene Speisengesetze halten muss und wie man den Sabbat halten muss. Den Sabbat halten wir in dem Moment, wo wir an Christus Jesus glauben. Denn dann ruhen wir von unseren Werken, weil wir nicht mehr durch Werke gerecht werden wollen. Und diejenigen, die das Gesetz predigen und sagen, ihr müsst den Sabbat halten, die treiben euch in die Werke hinein und damit arbeitet ihr am Sabbat. Denn in Christus gilt für die ganze Welt 2000 Jahre Sabbat, wenn sie es denn nur ergreifen wollte. Das heißt, das, was im Alten Testament vom Sabbat geschrieben steht, dass man den siebten Tag heiligen soll, das gilt in Christus, das ist ein Bild auf Christus. Und wenn wir in Christus sind, halten wir den Sabbat und auch alle anderen Gebote. Wenn wir in Christus sind und Christus gemäß leben, halten wir das ganze Gesetz mit allen Geboten. Und die Gesetzeslehrer halten es eben nicht oder sie halten auch nur Teile davon. Denn das ganze Gesetz können sie gar nicht halten, weil ihnen zum Beispiel ein Tempel fehlt, weil ihnen ein Priestertum fehlt, weil ihnen eigentlich ein Opfer fehlt. Aber sie vermischen auch das Gesetz mit der Gnade. Ja? Sie sagen, ja gut, das Opfer, das haben wir ja in Jesus, aber den Sabbat müssen wir trotzdem noch heiligen. Und damit vermischen sie das Gesetz von Mose mit der Gnade Jesu Christi. Also sie mischen zwei Priestertümer zusammen. Das Priestertum Jesu Christi, das ewige Priestertum, vermischen sie mit dem Priestertum Aarons und Levis. Warum? Weil sie kein Licht haben. Weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie sich befinden. Weil sie das Gesetz auch falsch anwenden. Ja, und deswegen gehen sie komplett durcheinander. In der Bibel steht da, man darf kein Mischgewebe anziehen. Ja? Und sie mischen ein Gewebe, sie nähen sich ein Kleid der Gerechtigkeit, das eines Teils aus dem Gesetz Aarons besteht und Levis und andererseits aus dem Gesetz Christi. Das ist aber verboten in der Bibel. Man darf kein Mischgewebe anziehen. Man darf auch nicht Ochs und Esel vor dem Pflug spannen. Ja? Man darf nicht gemischte Tiere haben, um zu pflügen. Sie nehmen aber einen Teil aus dem Gesetz Aarons und sie nehmen einen Teil aus dem Neuen Testament, aus dem Bund Christi. Und damit geht alles durcheinander. Ja? Und sie verwirren die Gläubigen und wissen selber nicht, wo sie sind. Ja? Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut, wenn es denn richtig angewendet wird. Nämlich für die Vatermörder und Muttermörder, für die Kinderschänder, für die Lügner, für die Meineidigen, für die Mörder. Dafür ist das Gesetz gut und dafür wird es auch angewandt. Spätestens wenn Jesus Christus wiederkommt, wird das alles danach gerichtet werden. Aber jetzt ist die Verkündigung eine andere und das hat Paulus hier verstanden wie kein anderer. Und er versucht uns das im Neuen Testament ja auch zu zeigen und damit wir schmecken, dass hier hat was Neues angefangen, hier ist ein neues Priestertum begonnen, hier ist auch ein neues Gesetz geworden, ein Gesetz der Freiheit. Und deswegen schreibt er auch an die Kolosser nicht von den 10 Geboten, sondern er schreibt, zieht an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, Doppelpunkt, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Warum? Warum sollen sie gerade diese Eigenschaften anziehen? Weil Jesus so war. Und damit sind wir wieder am Anfang. Das ist das Gesetz Christi, was er hier ausformuliert. Das ist das Gesetz des Geistes. Weil Jesus herzliches Erbarmen gezeigt hat mit unserer Schwachheit, mit unseren Sünden. Weil Jesus mit uns freundlich ist. Weil Jesus demütig und sanftmütig gewesen ist und geduldig und immer noch bis heute ist mit unseren Unarten. Deswegen sagt Paulus, das zieht auch an. Seid so, wie Christus war. Das ist das Gesetz des Geistes. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jetzt verstehen wir langsam immer besser, was Paulus hier im Kolosserbrief tut, wie wir das einordnen sollen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt so einen kleinen Hubschrauberflug gemacht über das Gesetz, über das Alte Testament, über das aaronitisch-levitische Priestertum, über das Priestertum Jesu Christi, über die Veränderung des Gesetzes. Wir haben verstanden, dass es ein neues Gesetz gibt, ja? Das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Und dann verstehen wir auch, was Paulus hier tut mit diesen Versen, dass er sagt, zieht nun an als die Auserwählten.
als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir verstehen jetzt, was er tut, und wir schmecken, das ist etwas sehr, sehr Feines, was er hier tut. Das ist nicht Zwang, das ist nicht Druck, das ist keine Gesetzesreligion. Das ist ein liebevolles Ziehen. Ja? Paulus zeigt den Kolossern etwas Neues. Paulus zeigt den Kolossern das Wesen Gottes in Christus. Und er will, dass sie das ausleben. Das ist eigentlich das, was Paulus hier im Kolosserbrief schreibt. Das heißt also, wenn die Gesetzeslehrer uns sagen, wir würden wohl gerne in allen Sünden schwelgen wollen, dann können wir da nur antworten mit, wie der Paulus, wir sind auch nicht ohne Gesetz. Wir haben aber ein anderes Gesetz. Ein Gesetz, was ihr nicht versteht und was ihr noch nie ergriffen habt. Wir haben das Gesetz Christi. Und deswegen schreibt er hier in 1. Korinther 9, 21, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin in dem Gesetz Christi. Das heißt, wir haben hier den Begriff schon wieder. Ja? Also wir hatten den Begriff des Gesetzes Christi in Galater 6, Vers 2. Und wir haben ihn auch nochmal in 1. Korinther 9, 21, nochmal vom Gesetz Christi. Paulus sagt, ich bin nicht gesetzlos, ich bin kein Anomist. Ja, aber ich habe das Gesetz Christi, das ist aber nirgendwo aufgeschrieben. Das wird einem nur offenbart im Geist. Und deswegen sollen wir leben, so wie Christus auch gelebt hat. Im Geist Gottes Christus darstellen im Fleisch. Das ist unsere Aufgabe und Berufung. Warum? Weil wir Priester sind. Weil wir Könige und Priester sind. Petrus schreibt, wir sind ein königliches Priestertum. Mose schreibt, ihr seid ein priesterliches Königtum. Mose schreibt an Israel, ihr seid ein Königtum. Und zwar ein priesterliches. Im Neuen Testament schreibt Petrus an uns, ihr seid ein Priestertum, und zwar ein königliches. Das heißt, der Schwerpunkt der Gemeinde liegt auf dem Priestertum und der Schwerpunkt Israels liegt auf dem Königtum Jesu Christi. Das kommen wird im tausendjährigen Reich mit Israel. Das sind die Unterschiede. Was soll jetzt aber das Gesetz? Wofür ist denn das Gesetz denn überhaupt noch gut? Dann brauchen wir es auch nicht mehr zu predigen, ja? Wenn sowieso nichts nützt und nur Zorn anrichtet. Doch, das Gesetz muss feste gepredigt werden. Und zwar in allen seinen Facetten und vor allem in seiner Gnadenlosigkeit. Denn die Gnade ist allein bei Christus, nicht im Gesetz. Das Gesetz ist durch die Engel gestellt worden und das Gesetz kennt kein Pardon. Null Toleranz, null Pardon. Das Gesetz, sagt Paulus, ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, unser Pädagoge, ja, unser Lehrer, der uns hingewiesen hat, der uns erzogen hat, hin auf Christus, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Dafür ist das Gesetz da. Und deswegen muss es auch gepredigt werden. Warum muss es gepredigt werden? Damit die Menschen wissen, was Sünde ist. Damit die Menschen wissen, was gut heißt und was Gott gut heißt und was Gott nicht gut heißt. Weil es ihnen gesagt wurde. Und damit sie immer dann, wenn sie sündigen, daran erinnert werden, dass das, was sie gerade eben tun, Gott nicht gefällt. Sie sollen immer wieder daran erinnert werden, weil sie wissen, was Sünde ist und es trotzdem tun. Und so ihr Gewissen immer weiter belastet wird und immer schwerer wird, bis sie irgendwann darunter zerbrechen. Und sich dann aufmachen und Hilfe suchen. Und wenn sie dann die Hilfe in Jesus Christus finden und sehen, dass er für ihre Sünden gestorben ist, da entsteht Freude, da entsteht Erlösung, da entsteht Befreiung, da entsteht Dankbarkeit und da entsteht ein neues Wesen. Ein neues Wesen, von dem Paulus ja auch schreibt. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, da entsteht herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ja? Das Gesetz muss also feste gepredigt werden. Das Gesetz ist eigentlich ein Umweg, bis man zu Christus kommt. Viele kürzen diesen Umweg ab. Viele kommen emotional irgendwie auf der Gefühlsebene zu Jesus und haben dann so ein Gefühls-Jesus. Der biblische Weg ist ein anderer. Der biblische Weg ist der, dass man übers Gesetz an sich selber verzweifelt und scheitert. Dass man sich als Sünder erkennt und dann zu Jesus findet, der auf Golgatha für uns gestorben ist. Und dann im Wort Gottes gegründet ist. Ja? Kein emotionaler Christus, kein kosmischer Christus, kein wie auch immer Christus, den die Menschen sich irgendwie zusammenreimen, sondern der Christus, der uns von der Übertretung seines Gesetzes vom Sinai
erlöst hat und vergeben hat und einen neuen Menschen aus uns macht, wie die Schrift sagt. Das ist der biblische Glaube und das ist der biblische Weg und es gibt keinen anderen. Das Gesetz muss also feste und deutlich gepredigt werden und insbesondere so, wie es ist, nämlich gnadenlos, ohne Ausnahme, ohne Toleranz, ohne Kompromiss. Das Gesetz kennt das nicht. Das Gesetz ist fade grad, sagt man hier im Schwäbischen. Ja? Da gibt es kein Rechts und kein Links. Das Gesetz kennt keine Gnade. Und so ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus gewesen, dass wir durch den Glauben gerecht würden und nicht durch unsere Werke. Warum? Weil wir Sabbat haben. Wir haben geistlichen Sabbat. Nicht durch unsere Werke werden wir gerecht, sondern durch den Glauben. Wer am Sabbat arbeitet, soll gesteinigt werden. Wer an dem Sabbat Christi, der seit 2000 Jahren herrscht, in Werken gerecht werden will, weil er den Sabbat hält und den Zehnten gibt und Speisegebote hält, der soll gesteinigt werden, sagt die Bibel. Das muss man sich mal überlegen, wie falsch diese Aussagen sind. Ja? Das Gesetz muss feste und deutlich gepredigt werden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen und sie anbeten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der wird dir nicht ungestraft lassen, der den Namen des Herrn missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, aber nicht des Samstags, sondern des geistlichen Sabbats in Christus. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, du sollst nicht lügen über deinen Arbeitskollegen. Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten großes Haus. Großen Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten hübschen Frau. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten fleißigen Knechts. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten pünktlichen Magd, noch seines starken Ochsens oder seines kräftigen Esels, noch alles Schönem, was dein Nachbar hat. Das sind nur 10 der Gebote. Und weil die Menschen das hören und weil sie das wissen und wenn sie rausgehen, sich doch wieder gelüsten lassen und doch stehlen und morden und Ehe brechen, wissen sie, was Gott will und sie tun es trotzdem und werden damit im Gewissen überführt. Und wenn Gott Gnade gibt, zerbrechen sie daran. Wenn Gott keine Gnade gibt, werden sie zu Heuchlern. Und wenn Gott sie richten will, dann tun sie die Sünde vorsätzlich und haben sogar Gefallen an denen, die die Sünde tun. So ist das mit dem Gesetz Gottes. Und dennoch gilt für die Gemeinde Jesu und nur für die ein anderes Gesetz. Nämlich das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Gnade. Warum? Weil wir durch Gottes Geist und Gnade wiedergeboren sind. Dann haben wir also eine alte Natur und eine neue Natur. Einen auswendigen Menschen und einen inwendigen Menschen. Eine fleischliche und eine geistliche Natur. Einen alten Adam und einen neuen Adam in Christus. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer soll denn jetzt das Gesetz halten, ihr lieben Gesetzeslehrer? Der alte Mensch oder der neue Mensch? Habt ihr schon mal gesprochen von in den Videos? Die Frage hat mir noch nie jemand beantwortet von Gesetzeslehrern. Noch nie, auch in den Kommentaren ist da niemand drauf eingegangen. Ja? Wer soll jetzt das Gesetz halten, der alte Mensch oder der neue Mensch in Christus? Antwort, der alte Mensch kann das Gesetz überhaupt nicht halten. Nicht so, als dass er dadurch gerecht würde vor Gott. So kann er das Gesetz nicht halten. Er kann es in Teilen vielleicht halten. Er kann es in den Dingen halten, die nicht sein Gemüt und sein Streben und seine Herzensdinge angehen. Er kann das Gesetz halten in dem, was er tut, aber nicht in dem, was in seinem Herzen ist. Das kann er nicht. Der alte Mensch ist nicht in der Lage, das Gesetz zu halten, sodass er dadurch vor Gott gerecht werden würde. Und der neue Mensch braucht das Gesetz nicht zu halten, weil er in Christus ist, der das Gesetz für ihn gehalten hat. Der neue Mensch ist frei vom Gesetz. Ja? Das können die Gesetzeslehrer aber nicht erklären, weil die das nicht kennen. Die sind auch diesen Zerbruchsweg nicht gegangen. Die haben eigentlich Christus nicht erkannt. Die sind vielleicht gelehrt in der Schrift, aber das Gesetz des Geistes haben die nie geschmeckt, haben die nie erlebt, nie gesehen. Wenn sie es erklären sollten, erklären sie es weg, weil sie es nicht kennen. Sie bleiben immer in diesem irdischen Zusammenhängen stecken und reden über die irdische Lebensführung anhand eines Gesetzes vom Sinai, dessen Priestertum längst aufgehört hat. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Das ist eine Irrlehre, weil das bringt von Christus weg. Und wisst ihr, wo euch das hinführt, wenn ihr dieser Predigt nachlebt? In die Verzweiflung. Das bringt euch in tiefe, geistliche,
geistige, seelisch-psychische Verzweiflung. Warum? Weil das Gesetz der Sünde und des Todes ist, in das ihr hineingetrieben werdet, ohne Sinn und Verstand. Und löst euch davon, ja? Weil das wird euch töten, das wird euch geistlich umbringen. Das macht euch seelisch kaputt. Das bringt euch in die Verzweiflung. Ihr werdet darunter keine fröhlichen Christen werden. Das geht nicht. Dieses Gesetz macht euch kaputt. Und wenn ihr den Mut habt, lauft weg. Lauft weg aus den Gemeinden und lauft weg von den Verkündigern. Die wissen nicht, was sie sagen. Und sie halten das Gesetz selber nicht. Sie heucheln. Wenn sie das Gesetz selber halten würden, so wie sie es euch auferlegen, wären sie längst in der Klapsmühle. So ist das. Denn es ist ein Gesetz des Todes, ein Gesetz der Sünde und des Todes, das in die Verzweiflung treibt. Denn das Gesetz richtet Zorn an, Zorn gegen Gott, Zorn gegen sich selber, Unwillen und Unmut und all diese ganzen Dinge. Ganz anders als das Gesetz des Geistes. Und deswegen sagt der Paulus, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an. Warum schreibt er denn nicht, haltet die 10 Gebote? Ja, weil die 10 Gebote für das aaronitisch-levitische Priestertum galten. Und er hier an die Gemeinde Jesu schreibt und ihnen einen neuen Weg hier zeigt. Er sagt, legt das ab, zieht es aus, das ist nicht mehr euers. Ja, zieht das neue Wesen an, was euch in Christus gegeben ist, das zieht an. Das heißt, er gibt hier Vorgaben für die Lebensführung, für den Wandel, die er von der Stellung ableitet. Die Stellung ist in Christus, ja, ihr seid gerecht geworden, ihr seid geheiligt, ihr seid geliebt und deswegen lebt auch so, wie der euch geheiligt und geliebt hat, ja. Und noch heiligt und liebt, ja. Das Gesetz gilt also gar nicht für den neuen Menschen, sondern das Gesetz gilt bestenfalls für den alten Menschen. Das heißt also, das Gesetz gilt für die ganze Welt, das Gesetz vom Sinai gilt für die ganze Welt und die ganze Welt wird nach diesem Gesetz abgeurteilt werden. Ja, und zwar nach dem tausendjährigen Reich vor dem großen weißen Thron. Wenn alle auferstehen werden, bei der zweiten Auferstehung alle Menschen auferstehen werden und vor dem großen Gericht Gottes sich verantworten müssen für das, was sie getan haben, bei Leibesleben, es sei gut oder es sei böse. Paulus schreibt den Kolossern aber etwas anderes. Der sagt, zieht an herzliches Erbarmen, weil so das Wesen Christi ist. Und jetzt kommen wir langsam näher zu dem Sinn und Zweck unseres Bibeltextes. Der ändert seinen Geschmack plötzlich. Der wird von Essig zu Wein und zu gutem Wein. Ja, der wird langsam, schmeckt man hier, was der Paulus hier tut. Und das löst eine große Freude aus in uns, ja, weil wir nicht geknechtet werden unter ein Gesetz, sondern er sagt, lebt das, wozu ihr berufen seid. Lebt das, was euch geschenkt ist. Lebt das, was euch ohnehin schon gehört. Das lebt auch im täglichen Miteinander. Und er sagt, es gilt weltweit für alle Menschen, die in Christus sind. Es ist kein Unterschied, ob du Franzose bist oder Engländer oder Amerikaner oder Jude oder Israeli oder Russe oder Afrikaner oder Chinese. Es spielt gar keine Rolle mehr, wo du herkommst und wer du bist. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Frage ist, bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Es ist egal, ob du von irgendwelchen germanischen Stämmen abstammst oder von irgendwelchen Eskimo-Stämmen. Ja, das macht keinen Unterschied mehr. Paulus schreibt das auch. Auch im Kolosserbrief, im gleichen Kapitel, da sagt er, da gibt es keinen Grieche mehr, Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen Christus. Das ist egal, wo ihr herkommt. Spielt auch keine Rolle, ob ihr rot oder schwarz oder gelb seid oder weiß. Wenn ihr in Christus seid, seid ihr in Christus und seid Geschwister. Es gibt diese Unterschiede vor Gott nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr den Unterschied, ob jemand Jude ist oder nicht Jude. Den Unterschied gibt es vor Gott nicht mehr. Warum? Weil das jüdisch-alttestamentliche Priestertum geendet hat. Es ist vorbei. Es gilt nur noch das Priestertum Jesu Christi. Und da sagt Paulus, alles und in allem Christus, egal ob Grieche oder Ungrieche, Jude oder Nicht-Jude, Sküte oder Freier oder Knecht, sondern alles und in allem Christus. Das ist das Evangelium. Das ist vollkommen unabhängig von der Nationalität, wo ihr herkommt oder wo ihr irdisch, in welchem Stand ihr seid, ob ihr selbstständig seid oder Chefs oder Angestellte oder Knecht oder Sklave. Ja, das spielt gar keine Rolle mehr. Das ist vorbei. Das ist das, was in Christus uns geschenkt ist. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Ich lese aber trotzdem nochmal diese Verse da aus dem Kolosserbrief, weil das Wort Gottes so scheu ist und weil man das immer wieder auch lesen muss, weil das sonst so schnell uns verloren geht. Ja? Deswegen lese ich die Verse auch ganz bewusst nochmal. Kolosser 3 von Vers 12 bis Vers 17. Zieht nun an,
als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Das ist mal eine schöne Anrede, oder? Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Das was Schönes. Das ist dem Daniel gesagt worden, im Danielbuch von dem Engel. So ist der Daniel angeredet worden, ja? Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Warum? Weil Jesus so ist. Seid so, wie Jesus ist, sagt er. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Warum? Weil Jesus uns vergeben hat. Und genau das schreibt auch im Folgevers: Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hallo. Ja? So wie Jesus, so auch ihr. Das ist das Gesetz des Geistes, was er hier schreibt. Ja? Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ja? Hallo. Ja? Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Warum? Weil die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, des ganzen Gesetzes. Und die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Wo Liebe ist, da kann auch schon mal ein Meinungsunterschied sein, da kann auch wegen mir auch mal eine Auseinandersetzung sein. Wo grundsätzlich Liebe ist, Wertschätzung, Achtung, Liebe, kann das alles irgendwo passieren, ohne dass man sich zerwirft. Ja? Und da kann man auch eine andere Meinung irgendwo mal aushalten, weil gegenseitige Liebe und Wertschätzung irgendwo da ist. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und dann schreibt er weiter, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib. Wir sind ein Leib mit Christus, deswegen sollen wir ihn darstellen. Ja? Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi, nicht das Wort Aarons und Levis, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das Wort Christi, nicht das Wort vom Sinai. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Versteht, dass dieses Gebot, den Sabbat zu halten, nicht mehr gilt, damit, dass wir am Samstag nicht arbeiten, sondern nur noch grillen dürfen. Sondern dass das heißt, Jesus Christus ist gestorben und auferstanden und wer versucht, aus Werken gerecht zu werden, bricht diesen Sabbat Christi. Versteht das. Ja? Deswegen sagt er, lehrt einander in Weisheit. Versteht, worum es hier geht. Versteht den inneren Sinn. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Naja gut, also wenn man das versteht, was das Gesetz der Freiheit ist und das Gesetz des Geistes, dann sollte man wohl singen. Ja, wenn man sieht, dass Christus uns frei gemacht hat vom Gesetz, er hat uns gebunden an sich selber. Aber was für ein Glück, dass wir an Christus gebunden sind und nicht ans Gesetz und auch nicht an Gesetzeslehrer, dass wir frei gemacht sind. Dass er uns liebt, dass er uns geheiligt hat, dass er uns auserwählt hat, dass wir das ewige Leben haben. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Wir haben das ewige Leben, Christus, wir werden Christus sehen. Wir haben eine wunderschöne Zukunft. Und wenn man das sieht, wie wir wertgeschätzt werden, wie Paulus das verstanden hat, ja, dass er eben den Kolossern nicht das Gesetz auferlegt, sondern dass er sie lockt in das Wesen Christi hinein. Ja, das ist etwas, da soll man wohl singen, wenn man das verstanden hat. Ja? Und alles, was ihr tut, das ganze Leben, nicht nur 9 to 5, die Gebote des Mose zu halten und die Speisegebote und den Zehnten zu geben, sondern er sagt, alles, was ihr tut, das ist auch das, was ich immer sage, im Gesetz Christi zu leben, ist viel mehr als das Gesetz des Mose zu halten. Da die Gesetzeslehrer werfen mir das ja immer vor, ich würde da Gesetzlosigkeit predigen. Das ist einen größeren Humbug habe ich noch nie gehört. Wirklich, also ich habe schon viel Humbug gehört in meinem Leben. Aber größeren Humbug habe ich noch nicht gehört als das. Paulus sagt, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, was ihr sagt und was ihr tut, das tut alles, sagt es zweimal, alles, im Namen des Herrn Jesus und nicht im Namen Aarons. Ja, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn, weil es nur durch ihn möglich ist, weil wir ohne ihn noch unter dem Gesetz des Sinai stünden und verzweifeln müssten und verzagen müssten. Und das ist vorbei. Dank sei Gott. Gott sei Dank. Dank sei Jesus Christus. Und deswegen sagt er auch, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Warum sollen wir das im Namen des Herrn Jesus tun? Weil wir Christus darstellen sollen und nicht Aaron. Ja, jetzt bin ich durch. Am Sonntag darf ich darüber predigen, hier in der Nähe irgendwo in der Kirchengemeinde. Freue ich mich schon sehr drauf. Habe jetzt gerade da die Vorbereitungen zu gemacht, habe mal so ein bisschen aufgeschrieben. Mein Herz war so voll, habe ich mich so gefreut drüber, dass ich gedacht habe, ich mache da mal ein Video zu Gesetz und Gnade. Wollte ich sowieso immer schon mal machen. Und kommen jetzt auch noch einige Folgen. Die letzten Folgen waren ja mehr anderer Natur. Aber jetzt gehen wir nochmal an den Kern des Evangeliums und da freue ich mich schon sehr drauf. Also vielen Dank fürs Einschalten euch. Alles Gute, einen gesegneten Tag wünsche ich euch und bis bald.